Temple has a star from temple. Star bedeutet alter Brahma. Alter Brahma Temple, nur später namens, wurde von der französischen Kolonie genannt. Dieser Tempel heißt Rajahavira, bedeutet Königspalast. Besonders fasziniert uns der Tempel Taprom. Fest in der Hand des Dschungels, in der Angkor-Anlage, in dem der berühmte Film Tomb Raider mit Angelina Jolie gedreht worden ist. Ein unglaubliches Wurzelwerk überwuchert ganze Gebäude und Mauern. Fotomotive ohne Ende. Haben sie extra so Fotoplätze gebaut. Das sind hier tolle Frauen. So. Alles Reliefs. Alles Reliefs, ja. Schön. Das ist ein guter Abend. War schön. Okay. Heute am 7. Februar besuchen wir die größte Tempelanlage hier in dem Gebiet. Es ist der Angkor Wat Tempel. Angkor Wat fungiert als herausragendes nationales Symbol, das repräsentativ für die Khmer-Kultur und das heutige kambodschanische Volk steht. Der imposante Tempel Angkor Wat wurde im 12. Jahrhundert errichtet. Es ist das gewaltigste Bauwerk Südostasiens. Die Mutter aller Tempel ist nicht nur Weltkulturerbe, sondern sie gehört auch zu den Weltwundern. Einzigartig sind die Reliefs der vielen Tempelwände, die Tänzerinnen und Kampfszenen aus dem 12. Jahrhundert darstellen. Hier
hier in der Anlage, man sieht es hier, sind vier große Becken integriert, die symbolisch sein sollen für die vier Elemente. Das ist Feuer, Wasser, Luft und die Erde. Pantai Srai ist einer der kleinsten Tempel in der Region Angkor in Kambodscha und gilt aufgrund seiner Ornamentik aber zugleich als einer der kunstvollsten. Er liegt rund 23 Kilometer nordöstlich von Angkor Wat am oberen Siem Reap-Fluss. Der verwendete harte rote Sandstein lässt besonders detaillierte Ornamentik zu. Neben den großartigen Tempelanlagen haben wir auch einen Einblick in das Leben der Bevölkerung.